Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach ein eigenes Crew-Emblem erstellen könnt. Und dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Ihr müsst euch dafür einmal eine Datei runterladen. Den Link zur Datei werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Habt ihr die euch dann runtergeladen, dann öffnen wir einmal die Datei. Gehen dann wieder auf Social Club. Gehen dann einmal auf unsere Crew drauf. Gehen dann einmal auf Crew Emblem Editor. Anschließend öffnen wir jetzt dann die Datei, die wir uns runtergeladen haben. Und wählen uns jetzt das Bild aus, was wir importieren wollen. Das heißt, das Bild, was wir als Crew Emblem haben wollen. Als nächstes dann einfach nur auf Emblem erstellen klicken. Wenn die Datei jetzt ein bisschen zu groß ist, dann geht ihr einfach auf Größe des Quellbilds ändern. Einfach von 128 auf 64 runter. Dezimalgenauigkeit auf hoch. Dann einfach Emblem erstellen. Anschließend gehen wir dann oben rechts auf Generieren von Code. Diesen Code dann einmal kopieren. Gehen von dort aus dann wieder auf Social Club. Einmal Rechtsklick auf Untersuchen. Dann gehen wir neben Elemente auf Konsole. Dann einmal Konsole bereinigen. Wir gehen einmal nach unten, machen Rechtsklick auf Einfügen, drücken einmal auf Enter. Und schon habt ihr auch schon das Bild im Social Club. Als nächstes gehen wir unten hier auf Meine Embleme, auf Hochladen, wählen uns jetzt die Crew aus, wo wir das Emblem für haben wollen. Dann gehen wir jetzt einfach auf Hochladen, anschließend noch auf Speichern. Und ja, wenn wir jetzt hier auf unsere Crew drauf gehen, auf Crew bearbeiten, werdet ihr sehen, dass wir jetzt da schon das neue Bild haben. Es wird aber ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde kann das dauern, bis sich das aktualisiert, dass euch das Bild auch hier vorne im Social Club angezeigt wird. Ihr könnt aber mal GTA neu starten. Und wenn ihr jetzt GTA neu gestartet habt und dann auf die Crews drauf geht, werdet ihr auch sehen, dass wir jetzt schon das neue Crew-Emblem haben. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.